mein Name ist Jasmin und ich war an diesem Wochenende beim Erlebniswochenende NLP mit dem lieben Ralf und habe ihn zum ersten Mal live erlebt, nachdem ich viel von ihm konsumiert habe online und bin mega begeistert und kann jedem empfehlen, mal vorbeizukommen. Ralf kombiniert in einer wirklich einzigartigen Weise Herz, Witz und ganz viel intellektuelles Wissen, was ich ganz besonders toll finde. Also wenn ihr darauf gespannt seid, probiert mal was von ihm aus. Also das Erlebniswochenende war der absolute Oberhammer bei Ralf Stumpf und ich dachte, okay, ich bin ja schon bei ihm und mehrere Jahre bereits, ich habe den Practitioner gemacht, Master Coach, nächstes Jahr mache ich den Trainer und dann dachte ich, okay, ich kenne das ja schon und so weiter, aber die Leute, die da sind, das ist der absolute Hammer, also ich glaube, es geht ja nicht nur darum, was Ralf so auf der Bühne erzählt und performt, sondern es geht auch darum, dass diese Leute, mit denen man ja diese unheimliche Verbindung aufgebaut hat, dann wieder da sind und dieser Spaß, den man hat. Und das ist wirklich ohne Worte, ja, also es war toll. Und die Formate und die einzelnen Formate, die man schon kannte, aber dass man da nochmal so tiefer reingegangen ist und nochmal eine andere Perspektive bekommen hat auf das, was man schon kannte und natürlich eben die Weiterentwicklung. Also heute bin ich wieder um 20% wieder gewachsen und dafür danke ich Ralf. Also mein Neu und Gut vom Erlebniswochenende. Ich bin Daniele, ich bin gerade in der NLP Masterausbildung und ich habe schon ganz, ganz viel von dem großartigen Ralf Stumpf, Dagmar und Caroline webinarmäßig gesehen und habe mich total gefreut, alle live zu sehen. Das war schon alleine das Neu und Gut wert, aber auch viel mehr waren die Übungen in den Kleingruppen wert, um auch zu gucken, wie man Themen wie Angst oder auch andere unangenehmen Themen einfach im Raum anders verschieben kann, sodass sie einen erstmal nicht belasten oder auf der Timeline einfach zu verrücken. Die Methode kannte ich schon, wenn ich Entscheidungen nicht machen möchte, aber dass ich es eigentlich mit allen Themen und auch mit der Angst machen kann, das war neu für mich und großartig, auch anderen Leuten Emotionen einzupflanzen und mit mir selber mit anderen Emotionen zu begegnen. Vielen Dank für dieses tolle Wochenende. Also dieses Wochenende war eine totale Bereicherung. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt und so viel über mich, über NLP und erfahren und wie viel Spaß man damit haben kann, sich persönlich weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Hallo, ich bin auch auf dem Erlebniswochenende gewesen von Ralf und es war großartig. Und für mich war das Allerbeste, dass es nicht einfach nur ein Seminar ist, bei dem man Dinge macht und übt, sondern für mich war großartig, dass es ein Erlebnis war. Ich habe hier so viele Freunde wieder getroffen. Wir sind abends weggegangen und auch heute wieder in kleinen Gruppen und in Pausenzeiten einfach Gespräche gehabt. Ich habe die Zeit genossen mit den Menschen, die mir wichtig sind. Und wenn ich an das Erleben denke, dann denke ich auch daran, dass Veränderung auch Erleben ist. Und ich hatte eine Demo vorne auf der Bühne mit Ralf. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ich habe an einem persönlichen Thema gearbeitet und habe erlebt, wie es sich anfühlt, wenn ich eine Energie, die ich ausgeklammert hatte, die ich aus mir raus projiziert hatte, wenn ich die wieder in mich integrieren kann. Und daher ist NLP für mich Erleben und das war ein Erlebniswochenende. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Erlebniswochenende. Und was ich besonders gut und neu fand ich, war die Zusammenstellung des Programms für NLPler und für Nicht-NLPler. Das hat sich in den Arbeitsgruppen so toll gezeigt, was die neuen Leute oder die das erste Mal Kontakt hatten, so mitnahmen. Und das war sehr effektvoll. Also das ganze Konzept der Zusammenstellung des Erlebens mit diesem, für mich ist das ein Schwerpunktthema, Submodalitäten, das fand ich ganz großartig und das ist wirklich richtig gut gelungen. Also das hat mir gut gefallen, würde ich sagen. Hinzu natürlich dann den Trainer, den Lehrer zu erleben, immer wieder mit dem wunderbaren Storytelling, was wir kennen, also großartig alles. Eine ganz gelungene Veranstaltung, würde ich sagen. Und mir hat es riesig Spaß gemacht und ich nehme auch noch wieder was Neues mit, jedes Mal. Ich war gerade bei dem NLP-Erlebniswochenende von Ralf Stumpf und ich kann nur sagen, ich bin immer wieder total begeistert von Ralf, weil der immer sehr, sehr inspirierend ist. Und was ich finde, was am meisten das verdeutlicht hat, er wollte eine Zusammenfassung machen und man erwartet ja, da wird das ganze Wochenende nochmal so zusammengefasst und selbst da kamen noch wieder neue Punkte. So, das fand ich total schön. Und ich habe auch gemerkt, ich habe bei ihm 2016 die Trainerausbildung gemacht, da hat sich nochmal richtig was getan und nochmal richtig auch weiterentwickelt.
Und es ist immer wieder spannend, auch selber nochmal NLP anzuwenden, mit den Leuten zusammen zu sein. Ich bin voll begeistert von dem Wochenende.